Ich bin der Thomas, 27, nee, 29 mittlerweile, Mist. Ja, komme aus Dresden und zurzeit arbeite ich als Erzieher. Und zwar bin ich damals in die Sprachschule gegangen. Das war 91, 92, habe ich extra mal nachgeguckt. Also dann 2 Jahre lang. Und ich habe damals gestottert. Bis zum Abwinken. Also ich habe kein Laut, kein Wort herausbekommen, ohne dass das 3, 4 Mal wiederholt werden musste. Und dann immer so, ja, nehmt ihr doch Zeit, komm, und noch, jetzt nochmal und jetzt nochmal. Wir haben einen Leitsatz, der heißt, sprechen wir gleich richtig. Und da ist ein Fragezeichen dahinter verborgen, also sprechen wir gleich richtig, ist eine Frage und gleichzeitig eben auch ein Ausrufezeichen, sprechen wir gleich richtig. Viele Eltern verstehen ja ihr Kind, ich Durst oder Hulanes, ich muss mal auf Toilette, heißt das. Sondern es geht darum, miteinander zu kommunizieren. Die Kinder untereinander, und das ist ganz, ganz wichtig. Und ganz oft haben wir Kinder, die können sich nicht unterhalten. Und damit, wenn sie sich nie unterhalten können, wissen sie, was passiert. Sie prügeln sich rum. Das ist dann ihre Körpersprache. Manche Eltern denken, das Kind kann vom Fernseher Sprache lernen. Das Kind lernt keine Sprache aus dem Fernseher. Auch wenn es dort zuhört und ganz gebannt hinguckt. Die Sprache lernt es dort nicht, das müssen wir den Eltern auch immer wieder sagen. Wir gehen auf Augenhöhe zu den Kindern nach unten. Und wenn die liegen und irgendwas unter einem Gitterbettchen suchen, na, dann legt man sich auch mal hin, guckt mit in die gleiche Richtung. Ich habe einen richtigen Warum habe ich erst jetzt verstanden in den letzten Jahren, also seitdem ich die Ausbildung habe und mich auch mit dem Thema beschäftige. Also ich habe auch immer Kinder, die Sprachschwierigkeiten haben. Und zwar hat meine Mutter mit mir kaum bis wenig gesprochen. Und dann war eine Spinne, ein Schmetterling auf der Äste. Das habt ihr gesehen? Im Garten, bei mir. Da war noch eine Tina. Unsere Tina? Nein, ein anderer. Gerade dieser Weg zum Kindergarten bietet natürlich in der Regel Kommunikationsanlässe. Ja, also ich kann, da ist ein Regenwurm auf dem Weg oder da fliegt ein Vogel vorbei, da rennt die Katze hinterher. Das sind alles Dinge, die für Kinder Anlass bieten zu sprechen. Ja, die Tendenz geht aber dahin, so schnell, schnell ins Auto. Ja, hast du noch dein Gameboy und dann wieder raus und dann schnell anziehen, ausziehen. Also die Zeit für Kommunikation, glaube ich, ist insgesamt geschmolzen. Wir sind eine faulere Gesellschaft geworden. Ja, also das klassische Bewegen im Sinne von, wir laufen zur Arbeit, wir gehen in die Schule und so weiter, das hat sich sehr stark verändert. Wenn Sie heute an einem Kindergarten vorbeikommen und früh schauen, dann haben Sie früh ein Parkplatzproblem am Kindergarten, weil jeder versucht, noch so nah wie möglich ranzufahren und das Kind abzugeben. Pack die Sachen in den Koffer, wenn wir wollen auf Reisen gehen. Und es möchten viele Leute sich die weite Welt ansehen. Oh, ganz toll, Marius. Wir arbeiten nach dem Dresdner Schriftspracherwerb. Das ist ein Modell, das haben wir an unserer Schule entwickelt, wie die Kinder zum Lesen und Schreiben kommen. Es geht erstmal auf der Silbenebene los, wie es auch mit der Sprache passiert. Wortebene, Wortgruppenebene, Satzebene. Und wenn das dann zum Satz kommt, dass die Kinder einfach merken, ich muss den Satz groß beginnen, da kommt unter den Satzanfang der Merkpunkt und am Ende kommt der Merkpunkt für das Satzende, für das Satzzeichen. Es geht uns heute um Wörter, die ähnlich klingen. Nämlich, entweder die haben ein langes I oder die haben ein Ei. Was habt denn ihr? Riese, Reise. Riese und Reise, das reimt sich nie, aber was ist denn da ähnlich? Das IE. Oder das Ei. Legt die mal wieder hin, das IE oder das Ei. Richtig. Ja, super. Super, also ganz toll. Ich bin ganz, ganz begeistert davon, dass das funktioniert. Also das sind diese Lautzeichen die Kieler Lautzeichen sind das, nach Frau Dr. Dummers-Moch. Also jeder Laut, den man spricht, hat ein Zeichen. Also au, ei. Diese Lautzeichen orientieren sich an also der Bildung der Laute oder an irgendwelchen Dingen, also bei Wind, das W, der Wind kommt eben
an solchen Sachen. Und die Kinder lernen Schritt für Schritt pro Laut ein Zeichen. Und diese Lautzeichen sind eine kompensatorische Hilfe zum Lesen und Schreiben lernen. Riese liegt auf dem Regal. Auf den. Guck mich mal an, auf. Auf dem Regal. Hm? Grundsätzlich sind wir eine Durchgangsschule. Das heißt also, wir haben, für manche Kollegen ist es sehr schwierig, wir haben eigentlich die Kinder so lange bei uns, wie sie eigentlich diesen Bedarf haben. Und wenn alles funktioniert, müssten wir eigentlich sagen, und tschüss, und jetzt geht's raus. Und das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Wir betreuen nicht nur die Kinder, die bei uns sind, sondern darüber hinaus ungefähr die gleiche Anzahl nochmal von Kindern, die in integrativen Formen unterrichtet werden. Das heißt, dass die Kinder auch die Möglichkeit haben, wohn- und nah beschult zu werden, in integrativen Formen in ihren Grundschulen, praktisch zu Hause, wenn man so will. Ich liege auf der Wiese. Super! Wir arbeiten nach einem Grundschullehrplan. Wir sind zwar eine Förderschule, ganz viele Eltern denken auch, das ist eine Förderschule, aber wir arbeiten mit dem Grundschullehrplan. Das heißt, wir unterrichten ganz normal, wie in der ersten, zweiten Klasse, aber ein bisschen anders. Im Schnitt sind das in Sachsen ungefähr 2,7 Jahre, die ein Sprachheilschüler letztendlich dieser Extremförderung, sage ich mal in Anführungsstrichen, untersetzt wird. Und diese 2,7 Jahre muss man intensiv nutzen. Das heißt also, der Kontakt zu den Regeleinrichtungen darf nicht abbrechen. So U6, mit einem Jahr sieht man noch nicht so die großen Unterschiede. So die Einzelworte, mal diese Mama, Papa, das sagen die meisten. Aber der große Unterschied kommt dann eben schon oft zur U7 mit 2 Jahren zutage. Dort werden die Eltern gefragt, in einem standardisierten Fragebogen, bestimmte Worte, wie viel ihr Kind spricht. Das Kind in dem Alter muss ungefähr 20 bis 50 Worte sprechen und sollte auch schon 2 Wortsätze verwenden. Also Auto fort, Papa da, Teddy da. So, ne? Und wenn das also in dem Alter noch nicht ist, dann zählt das als auffällig. Und dann machen wir nicht gleich ein sprachgestörtes Kind daraus. Dann kommt natürlich schnell der Gedanke, oh, jetzt hat mein Kind einen Makel. Es spricht nicht richtig oder lernt nicht oder was auch immer. Es gibt ja auch andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Und ich möchte diesen Eltern sagen, geht damit nicht so um, dass es euch in die Ecke drückt, sondern geht damit offensiv um. Entscheidend ist, kann ich meinen Beruf eines Tages ergreifen, den ich gerne möchte? Kann ich andere Dinge tun, die ich gerne möchte? Wenn das funktioniert, dann ist das Kind auch im Leben angekommen. Und das ist für mich das Entscheidende. Wollen wir weiter schauen? Der Kran, der hebt den LKW nach oben auf die Straße wieder. Umgekehrt. Genau, der ist umgekippt. Einfach umgekippt, ja. Genau. Der ist bestimmt zu schnell gefahren. Nee, das ist ein Tanklaster. Oh, entschuldige. Du hast recht, das ist ein Tanklaster. Wir folgen der Aufmerksamkeit des Kindes. Das heißt, wenn das Kind innerhalb eines Gespräches 3-mal das Thema wechselt, gehen wir da mit, weil dort ist das Kind dran. Das interessiert das Kind und da ist es aufnahmefähig für neue Begriffe, für Wortstellung. Wir achten mit kleinen Dingen darauf, Sprachanlässe zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen es sich gut sprechen lässt miteinander, die alltagsintegriert sind. Das heißt, die kann jeder Erzieher den ganzen Tag in allen Situationen durchführen, ohne dass viel geplant werden muss oder ein erhöhter Erzieherbedarf besteht. Kommunikation ist mehr als der Austausch von Informationen. Kommunikation ist etwas, was ein Austausch von Haltungen, was ein Austausch von Meinungen, was ein Austausch von Achtung dem anderen gegenüber auch stattfinden lässt. Und dieser Austausch findet in der Regel in einem persönlichen Gespräch statt. Wir entpersonifizieren Kommunikation immer mehr und das ist etwas, was mir Angst macht. Kinder lernen in den ersten Jahren natürlich
durch das Bestätigen der Eltern, das Sprechen von den Eltern, solange sie noch nicht im Kindergarten sind. Dort ist dann, sie lernen das, die Sprache eventuell mit von den größeren Kindern, von den Erziehern. Aber viele Eltern denken auch, mein Kind kommt jetzt in die Kindertagesstätte, dort wird es die Sprache lernen. Das ist nicht so. Also das Hauptaugenmerk muss auf den Eltern liegen. Wir haben Kinder, die sind sehr lange bei uns in der Kita, teilweise 11 Stunden, sodass wir schon einen sehr großen Einfluss auf das Kind haben, weil es einfach eine sehr lange Zeit des Tages bei uns verbringt. Wir versuchen natürlich, die Eltern ins Boot zu holen, sie zu informieren, ihnen die Wichtigkeit aufzuzeigen, dass Sprechen wichtig ist, dass der Fernseher den Menschen und die echte Stimme nicht ersetzen kann, dass auch Hörspiele das nicht können, dass man den Tag vielleicht mit einer Gute-Nacht-Geschichte ausklingen lässt, statt einem Hörspiel. Die Sonne holt den Wind, wollen die bunten Flügel sehen. Das Abendgeschichten erzählen oder das gemeinsame Singen am Abend oder was auch immer, ist ja eben nicht nur das Geschichten erzählen oder singen, sondern es ist eine Kommunikationsform, wo Rückfragen kommen, wo der Tag nochmal beleuchtet wird, wo man merkt, aha, Vati, Mutti sind da, sind für mich da, nehmen sich diese Zeit. Das kann eine Kassette, eine CD oder was auch immer schlichtweg nicht ersetzen. Bei uns können die Kinder sich zwischendrin und draußen entscheiden. Das heißt, es sind oft nur ein paar Kinder in der Garderobe und damit hat der Erzieher die Möglichkeit, Anziehen eher als Nebensache zu betrachten, aber mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Wir achten darauf, dass wir unser Handeln mit Sprechen begleiten, gerade bei Wickelsituationen, dass die Kinder sich nicht so ausgeliefert fühlen, sondern dass die genau wissen, jetzt kommt die neue Windel, da wird links zugemacht und rechts zugemacht, kann man ganz viel erklären den Kindern. Ja, wenn ich jetzt überlege, ne, dass das Stottern wäre nicht therapiert worden, oder ich wäre nicht auf diese Sprachschule gegangen oder es wäre nicht erkannt worden oder meine Eltern hätten sich geweigert, nee, der geht unbedingt auf eine Regelschule, ne, was sie ja hätten durchsetzen können als Eltern. Ich denke, das hätte sehr an meinem Selbstbewusstsein genagt. Wenn ein Kind aus unserem Kindergarten in die Sprachförderschule eingeschult wird, dann sehe ich das als Chance für das Kind. Denn es ist wichtig, dass die Kinder ein positives Selbstbild von sich haben, auch wenn offensichtliche Aspekte nicht in Anführungsstrichen normal sind. Und auf jeden Fall hat mir natürlich die Schule dann viel Selbstvertrauen gegeben. Also erstmal gab es natürlich dort einen geschützten Rahmen, wo einem eben nicht permanent gesagt wurde, ja, du stotterst ja, du bist ein Förderkind, du kannst das nicht, geh weg, ne? Sondern ja, uns war das auch gar nicht bewusst, von den Lehrern nicht, von den Eltern nicht, von den Schülern nicht. Das war ein guter Rahmen und eben von außen nicht. Schläfen. Was kommt als nächstes dran? Nase, Wurzel. Richtig. Atemübung, Mumm. Mumm. Mom. Mumm. Mam. Mam. Fla, fla, fli. Fla, fla, fla. Fla, fla, flo. Fla, fla, fli. Es gibt eine klare Ausgangsdiagnostik, wo wir sagen, das und das und das ist beim Kind auffällig, daran müssen wir arbeiten. Wir stellen uns bestimmte Ziele jeweils für einen bestimmten Zeitraum und diese Fragen werden mit den Eltern ganz konkret besprochen. Was können wir leisten? Was macht Schule? Was könnt ihr leisten, Eltern? Was könnt ihr tun? Wie können wir gemeinsam schaffen, dass sich hier eine Veränderung ergibt, eine positive Veränderung? Aber das hier, das ist 24. Eine sprachliche Behinderung erkennt man nicht sofort. Nämlich erst, die erkennt man erst dann, wenn man in sprachliche Kommunikation tritt. Und dann wundert man sich manchmal, hey, bei dem, ich verstehe den zwar lautlich, oh, vielleicht ja, aber ich erkenne nicht, was ist dahinter.
Wir haben derzeit die Klassenstufen 1 bis 6 laufen. Im nächsten Jahr werden wir zum Beispiel keine fünfte Klasse bilden. Das ist auch das sehe ich als Erfolg, weil wir nicht genug Schüler haben für diese Klasse. Das heißt also, die meisten sind schon raus, die haben es geschafft. Banden, platt, dran und bauten ein Schiffchen. Ja. Wichtig ist, dass die Eltern mitziehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass also dieser Übergang auch für die Kinder erleichtert wird und dass die Grundschullehrer dann auch mitziehen. Denn die Kinder sind ja hier in kleinen Klassen, maximal 12 Kinder in der Klasse. Eine intensive Behütung und auch so ein geschützter Rahmen. Und wenn die dann in so eine Grundschulklasse mit 26 Kindern kommen, ist das schon sehr kritisch für die Kinder. Aber wenn die Lehrer da mitziehen und die Kinder auch ein bisschen betuddeln, die sind es ja gewöhnt in der kleinen Klasse, dann tappt das auch gut. Es war auch manchmal auch da, also wenn ich ganz aufgeregt war, in ganz aufgeregten Situationen, hatte damals aber schon Möglichkeiten, mich darunter zu regeln. Und dann kann ich jetzt gar keinen Zeitpunkt benennen, aber dann war es einfach weg. Also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, in der fünften Klasse war es weg, in der sechsten Klasse war es weg. Ja, aber das hat sich dann vielleicht verwachsen, entwickelt, weg. Rein von der Entwicklung her ist es sinnvoll, wenn die Kinder sehr zeitig zu uns kommen, weil dann auch nachweisbar der Erfolg letztendlich wesentlich schneller eintritt. Genau, habt ihr ganz, ganz toll, ich freue mich ganz toll, was ihr euch alles gemerkt habt. Bitte schön, wenn noch passt. Das Huhn ist ein Laufvogel. Oh. Lauf und Vogel fassen sich an. Nee, stopp, sonst rufst du sie. Nee? Es gab Kontakte mit der Sprachförderschule in Dresden, der Herr Hempel war bei uns zur Konsultation im Rahmen des Arbeitskreises Sprache vom Sozialministerium und Kultusministerium. Dort haben wir nochmal festgestellt, wie wichtig tatsächlich auch schon dieses alltagsintegrierte Sprachfördersystem ist. Dass es nicht immer heißen muss, ich brauche einen Erzieher, der für ein, zwei Kinder da ist und rausgenommen werden muss aus dem Gesamtbetrieb, sondern dass das über den ganzen Tag in der Wickelsituation, in einer Spielsituation, beim Anziehen in der Garderobe, dass dort Sprachförderung erfolgen kann. Und dass es gar nie anstrengend sein muss. Wenn es eines Tages keine Schüler mehr für unsere Schule gibt, dann haben wir unsere Aufgabe endgültig erfüllt. Wenn er diese Dinge, die wir hier machen, unterstützt und wenn das viel mehr Kitas noch machen, würde er sich eventuell selber abschaffen, was ja nicht schlimm wäre. Ja, Sprache, was ist Sprache? Sprache ist alles. Also Sprache ist ein kleiner Teil der Kommunikation, der verbale Teil dafür, aber Sprache begegnet einem überall. Ohne Sprache fangen wir an, schlechter zu denken, ohne Sprache. Fangen wir an, Menschen zu verlieren, die um uns herum sind. Und ein Mensch, der sich nicht mitteilen kann, ist einer, der vereinsamt,